Michael Moore Highlights im April. Heute ist der 1. April, leider kein Scherz, oder Gott sei Dank kein Scherz, denn ihr könnt viele, viele Meilen wieder bekommen. Die Lufthansa Miles and More Freunde haben sich viele Gedanken gemacht. Es gibt zum Beispiel ein Abo zur Kreditkarte, nicht nur eins, sondern verschiedene Abos, wo ihr mehr Meilen und Punkte und Status bekommen könnt. Und dann natürlich die Frage, wenn ich eine Zeitung abonniere, welche soll ich abonnieren, um Punkte zu bekommen? Da haben sie auch ein super Angebot. Und auch in diesem Monat im April gibt es den In-Flight-Katalog, der den Miles & More Workshop-Katalog trifft. Da gibt es Rabatt drauf. Ansonsten gibt es auch noch mit einem Code, den ich euch nachher nach dem Intro verrate, an einigen Tagen 20% Rabatt. Also wartet nicht, sondern bleibt dran und schaut mir nach dem Intro weiter zu. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Punkte, mehr Meilen, mehr Status zu bringen. Und wie ihr wisst, Daumen hoch, Daumen runter und natürlich Kommentare. Und wer noch nicht den Kanal abonniert hat, sollte das schleunigst tun, damit ihr nicht die News und die neuesten, ja, Gerüchte und auch Punktesammelmöglichkeiten verpasst. Oder aber auch einen meiner Reise-Updates, die ich auch jetzt demnächst wieder in der First Class haben will. Denn im April gibt es wieder zwei Reisen in der First Class, die ich machen werde. Und da nehme ich euch natürlich mit. Aber lasst uns direkt wieder einsteigen ins Thema mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Lufthansa-Meilen. Im April gibt es Angebote und zwar 50% Rabatt auf Highlights. Das heißt also aus dem In-Flight-Shopping, die ihr kennt, Parfümerie, Schmuck, halt den ganzen technischen Kram, den ihr aus dem In-Flight-Magazin kennt, gibt es jetzt im Worldshop mit Rabatt. Die Aktion läuft natürlich nur, solange der Vorrat reicht bei der Lufthansa. Und ganz, ganz wichtig, schaut es euch an, heute am 1. April direkt, damit ihr das bekommt. Zu Ostern gibt es von Lufthansa Miles & More auch eine Überraschung. Ihr bekommt vom 30.03. bis zum 5. April 20% Rabatt. Aber was müsst ihr tun? Ihr müsst erstmal einkaufen und auch den Rabattcode eingeben. Eastern21. Warum man es nicht Ostern21 genannt habt, ich weiß es nicht. Aber wie das so schön heißt, die TeilnehmerInnen bekommen 20% Rabatt. Und das ist wirklich auf alles. Das ist, was man im Shop shoppen kann. Da gibt es also sehr, sehr viel. Wer von euch hat keine Miles & More Kreditkarte, wer sie nicht hat und keine Statusmeilen sammelt, wenn er einen Status hat, Frequent Traveler Senator, der ist selber schuld. Aber ihr könnt jetzt Pakete dazu buchen. Und zwar gibt es Zusatzpakete von Versicherungen. Und es gibt als erstes das sogenannte Meilenpaket Plus mit bis zu 60.000 Meilen pro Umsatz. Wie funktioniert das? Für jeden umgesetzten Euro gibt es eine zusätzliche Prämienmeile. Diese Prämienmeile kann man in verschiedenen Paketen erwerben. Ich habe für euch einfach mal die Webseite aufgerufen und dann gibt es das Paket zum Beispiel mit mehr Meilen von 6.000, 12.000, 30.000 und 60.000 Punkte. Und das kostet natürlich Geld. Wenn ihr also dieses Mile Plus macht und die 6.000 Meilen haben wollt, kostet das pro Monat 8,90 Euro zusätzlich bis maximal 60.000 Prämienmeilen. Das sind dann 59,90 pro Monat. Also das ist eine harte Hausnummer. Aber das ist das, was ihr dann sammeln könnt. Dann gibt es auch noch Pakete, die ihr dazu buchen könnt. Das sind sogenannte Versicherungspakete mit der Shopping-Garantie. Eine Shopping-Garantie gibt 1.000 Meilen extra, zusätzliche Elektronikversicherung und Schnäppchen sichern mit Preisgarantie. Auch hier habe ich für euch einfach mal geschaut, was das Ganze für euch bedeutet. Das Shopping-Paket oder das Shopping-Garantie kostet 2,90 Euro im monatlichen Zusatzpreis. Die Garantieverlängerung gegen Herstellungsfehler, Materialfehler für Elektrogeräte bis zu einem Alter von maximal 5 Jahren. Preisgarantie, Erstattung des Differenzbetrags, identischer Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Kauf. Aber ganz wichtig ist, dass es mehr als 30 Euro Unterschied sein muss. Müsst ihr selber entscheiden, inwieweit ihr das macht.
Dann gibt es noch das Paket Travel Security. Travel Security gibt auch 1000 Meilen zur Begrüßung. Und ich schläge das immer einfach für euch ab, damit es da keinen Fehler gibt. Der auch gilt bei Gepäckverlust und Beschädigungsversicherung, Reiseunannehmlichkeitsversicherung und Reiseunfallversicherung. Die Paketdienstleistungen müsst ihr auf der Seite nachlesen. Ich habe das geguckt, das sind 79 Seiten bei der Interpartner Alliance. Also insofern da sehr viel Spaß, den man haben kann. Und das Shoppingpaket habe ich euch preislich ja schon genannt. Das Travel Security 92 habe ich euch auch genannt. Wichtig ist, dass ihr das wirklich bis zum 30. April dazu bucht. Und das nächste Paket, was es dann noch gibt, ist das Versicherungspaket Internet Protection. 1000 Prämienmeilen sammeln, Schutz vor Cybermobbing, Identitätsdiebstahl und Zahlungsmitteldiebstahl. Bis zu 3 juristische Erstberatungen gibt es auch inkludiert. Preislich muss ich da einfach jetzt erstmal für euch schauen, was das Ganze kostet. Diese Shopping-Geschichten waren ja preislich in meinen Augen nicht wirklich interessant. Also insofern würde ich das jetzt, ist schon speziell. Ne? Also bei vielen Karten ist das mit dabei, aber ob das sich jetzt lohnt, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist eine Möglichkeit, um Prämienmeilen zu sammeln und da einen Boost zu machen. Ganz wichtig ist, vom 1. April bis zum 30. April gilt diese Aktion. Und es gibt auch ein Versicherungsupgrade Gold-Karte mit 1000 Prämienmeilen nur für InhaberInnen einer Miles & More Gold-Kreditkarte, FTL-Karte, Senator-Karte, Honzak-Karte, weil das ja direkt die Karten auch direkt sind. Absicherung bei Reiserücktritt, Mietwagen, Vollkaskoversicherung ohne Reiserücktritt ist ja eigentlich bei einigen Karten auch schon mit dabei. Wenn man die Karte hat, warum nicht? Also wenn es interessant ist, schaut es euch gerne an. Unter dem Aspekt auch des Meilensammelns. Es ist jetzt aber nicht wirklich eins in meinen Augen, was man empfehlen kann oder muss. Dann gibt es noch bei Miles & More Shopping 30.000 Meilen oder 15-fache Meilen bei ausgewählten Partnern, die man im April bekommen kann. Das heißt also, ihr habt, wenn ihr bei Volvo Care einen Vertrag abschließt, das ist so diese, oder Care bei Volvo, das ist diese Auto-Abo-Geschichte, da könnt ihr 30.000 Meilen bekommen. Wer also ein Auto bei Volvo in dem Abo haben will, sollte das einfach sich anschauen. Und 15-fache Meilen vom 16. bis zum 18. April bei lotto.de. Wer es in dem Zeitraum nicht schafft, der kriegt ansonsten doppelte Meilen. Aber 15-fache Meilen ist doch auch nicht schlecht. Wie immer der Disclaimer, Glücksspiel, ihr wisst, ne? Müsst ihr ja immer selber wissen. Dann gibt es 10-fache Meilen bei petitbateaueis.de, Amorelli, ich weiß nicht, wie diese Sexshops immer heißen, aber nun gut, Blume 2000, Burberry, Ted Parker und Peter Hahn. Da gibt es also wirklich 10-fache Meilen über den kompletten Zeitraum. Wenn ihr sagt, hey, ich kaufe doch lieber bei Otto, Tommy Hilfiger, Kevin Klein, Christ, Vinos, Monkey und mein Müsli ein, weil sie auch gerade die Läden geschlossen hat, da bekommt ihr 8-fache Meilen im April. 3-fache Meilen gibt es bei Saturn, aber auch bei Apple, AliExpress, Zalando Lounge und Asos. Also wirklich für alle die Aktionen ist der Aktionszeitraum vom 1. April bis zum 30. April. Für alle von euch, die Zeitung lesen. Einige lesen vielleicht sogar die Welt und sagen, ich brauche ein Weltabo. Da kann ich euch das Weltabo empfehlen. Und zwar, man bekommt, wenn man das Abo von Welt am Sonntag von 730,80 Euro abschließt, bekommt man 60.000 Prämienmeilen. Ihr habt ganz genau richtig gehört, ihr bekommt 60.000 Prämienmeilen. Ist eine gute Geschichte, von der Ratio jetzt vielleicht nicht so ganz prickelig, aber es ist eine Möglichkeit, um schnell Meilen zu sammeln. Und wer die Zeitung eh liest, kann ich nur empfehlen, dieses Abo abzuschließen. Und dann, wer bei Lufthansa Hotel Cars by Points macht, also das heißt, wer
den Hotelaufenthalt dort bucht, kann ja 1000 Punkte bekommen. Jetzt gibt es sogar einmalig bis zu 5000 Meilen extra. Heißt also, ab einem Buchungswert von 800 Euro gibt es die 5000 Meilen. Wenn ihr einen geringeren Wert habt, von 400 bis 800 gibt es 2000 Meilen, aber von 200 bis 399 gibt es noch 1000 Meilen. Also wenn ihr das macht, ganz wichtig, denkt dran, es gibt Meilen. Buchungszeitraum wieder ganz klar, 1.4. bis 30.4. Aber der Reisezeitraum ist flexibel, heißt also maximal 365 Tage ab dem Tag, wo ihr bucht. Und dann gibt es schon ein Meilenschnäppchen. Mit dem Eurowings Meilenschnäppchen fliegt man bei Miles & More als Teilnehmer von April bis Juni mit 50% Meilennachlass. Ganz genau, also ihr fliegt Economy Class 15.000 anstatt 35.000 Meilen, Business Class ab 20.000 Meilen anstatt 40.000. Die Premium-Tickets sind vor Abflug kostenlos umbuchbar, also ein flexibles Ticket. Und ihr müsst das dann mit dem flexiblen Ticket vergleichen, damit ihr seht, wie viel Bang for the Buck ihr bekommt. Buchungszeitraum ist wirklich 1. April bis 30. April und der Reisezeitraum 1. April bis 30. Juni, ganz genau. Wer von euch ist bei der Shopping-Plattform Deserved? D-E-Z-E-R, Deserved. Ich persönlich war da noch nie, aber vielleicht sollte ich da vorbeigucken. Hat ein zeitliches Angebot aus der ganzen Welt mit bis zu 50% Nachlass auf die Topmarken. Ganz genau. Bis zu 37% Meilennachlass sogar. Das heißt also, wenn ihr mit Meilen bezahlt. Das wäre eine interessante Sache. Aber da ist der Zeitraum vom 1. April bis zum 21. April. Da also nicht bis zum Ende des Monats Zeit lassen. Das letzte Angebot, was ich bringe, ist wieder aus dem Bereich der Autos, der Mietwagen. Für 47.900 Prämie mal ein Fahrzeug der Kategorie SFMR. SFMR, die Kategorien kann ich mir nicht merken. Ich glaube FMZ irgendwas, war ein 3er BMW. Aber das ist jetzt ein Auto BMW X1, Audi Q3 oder Mercedes GLL für ein Wochenende in Deutschland. Das Angebot gilt für 3 Tage, ist also die klassische Wochenendmiete. Abholung ab 12 Uhr freitags und dann, donnerstags und dann dienstags 9 Uhr. Zusatzfahrende sind inklusive. Hier gilt auch wieder Buchungszeitraum vom 1. April bis zum 30. April, aber ihr könnt anmieten vom 5. April bis zum 30.06., allerdings immer wieder übers Wochenende. Ganz atemlos, das sind wieder die Angebote, da wackelt auch der Monitor. Also insofern, ich denke, da ist was für jeden dabei. Ich persönlich, ich überlege wirklich, ob ich mir das Weltabo holen soll. Ich muss mal gucken, ob das auch digital geht und ob ich mir die 60.000 Meilen reindrehe. Ihr wisst ja immer, wie unten in den Shownotes sind die ganzen Angebote nochmal verlinkt mit einem Link. Genau, da kommt ihr direkt drauf. Und ansonsten, wenn ihr Fragen zu den Angeboten habt, zögert nicht, mich zu kontaktieren, Kommentare unten reinzuschreiben. Ich freue mich, wenn ich euch helfen kann. Ihr könnt ja auch sagen, welches Angebot hat euch am meisten überrascht oder welches nehmt ihr? Welches habt ihr beim letzten Mal genommen? Also insofern, ich freue mich auf euer Feedback und denkt dran, es gibt heute wahrscheinlich noch ein zweites Video, wenn die Meilenschnäppchen reinkommen. Dadurch, dass ich dieses Video einen Tag vorher bzw. 2 Tage vorher aufgenommen habe, weil ich ein Embargo drauf habe, ich weiß es nicht. Also lasst euch überraschen, es bleibt spannend. Danke, dass ihr dabei wart, wieder hier von Frequent Traveler TV für euch. Daumen hoch, Daumen runter. Und subscriben. Ihr wisst ganz genau, Abonnierbefehl. Was habe ich noch zu sagen? Gar nichts. Danke, dass ihr dabei wart. Also bis zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV. Bis bald. Ciao.